Wir sind schwer ins Spiel gekommen, haben auch einiges zugelassen am Anfang, waren noch nicht so gut drin in den Zweikämpfen, aber ja, denke auf jeden Fall haben wir uns dann da reingekämpft ins Spiel, auch reingearbeitet. Haben zwar in der ersten Halbzeit noch ein paar Chancen zugelassen, aber ich meine, das gegen Dortmund dann auch, denke ich, keine Schande. Haben es ansonsten echt gut wegverteidigt. Uns ist dann am Anfang nicht so viel offensiv gelungen. Das war dann in der zweiten Halbzeit besser, da standen wir dann noch besser, haben offensiv noch mehr Akzente setzen können. Das hat sich in der zweiten Halbzeit deutlich besser angefühlt, fand ich, weil wir aggressiver dann auch auf den Außen verteidigt haben, auch ein bisschen höher waren, mehr Balleroberungen hatten. Wenn man dann die Hochkaräter in der zweiten Halbzeit von uns sieht, mit Hakis Kopfball an die Latte, mit Dennis Pfosten, Musa nochmal nach vorne gelaufen, dann hätten wir vielleicht auch noch gewinnen können, aber ist okay so. Was ganz, ganz wichtig war, war auch, dass einer für den anderen auf dem Platz gekämpft hat. Das hat man auf jeden Fall gesehen, denke ich. Auch die Fans, ja, dass wir füreinander da waren und uns versucht haben zu helfen. Und ja, auch sehr, sehr gefightet haben, auch um die Bälle sehr, sehr viel gelaufen sind. Und ja, das wird dann auch belohnt. Es war eine mannschaftlich ordentliche, geschlossene Leistung. Und das ist das Wichtige. Gegenseitig pushen und auch den Rücken frei halten, wenn man einen Zweikampf verliert, wenn man einen Fehlpass hinten macht, dass wir uns helfen. Dass dann am Ende dann Robin auch ein paar Dinge hält. Und das gibt einem einfach das Gefühl, dass wir leben auf dem Platz und uns funktionieren. Und auch eine Überzeugung, dass wir punkten können in der Liga. Super Leistung von Bello, wie abgeklärt er das gemacht hat nach so einer langen Zeit gegen ja auch so eine offensiv starke Mannschaft. Ich glaube, das hat es dann auch gebraucht, dass ich einfach ein Spiel bekomme, um zu zeigen, dass ich immer noch drauf habe. Und habe mich gut gefühlt gestern, auch in der Mannschaft, die auf dem Platz stand, wurde es mir irgendwie auch einfach gemacht, fand ich.